Wir sind kurz davor, Baumhausen City zu erreichen. Schaut euch mal diesen Ninja-Jungen an. Er denkt tatsächlich, dass ich ihn nicht entdeckt hätte. Ich lauere im Schatten, lebe in der Dunkelheit. Das ist mein Schicksal. Nun zeige ich mich dir für einen Pokémon-Kampf. Mann, man kann deine Augen sowas von sehen. Ninja-Junge Valentin. Okay. Ninjask? Oh. Ich würde schätzen, dass wir hier nichts Falsches tun würden, wenn wir mit Schneggeli Schneckmack im Kampf bleiben. Oh, Zornklinge. Das hat aber wehgetan. Nimm dies! Mein heißer Körper hat dir die Verbrennung verpasst. Und das war's. Eine Attacke, die sehr effektiv trifft. Okay. Gut, dass er nur ein Pokémon dabei hat. Ich möchte schon so schnell wie möglich Baumhausen City erreichen. Ich gebe mich geschlagen. So reden normalerweise Samurais oder Ninjas. Tipps für Trainer. Wenn du dich mal in einer Geheimbasis verirren solltest, kannst du sie jederzeit mit einem Fluchtseil verlassen. Ach was, die Geheimbasen kann man mit Fluchtseilen verlassen, ist ja interesting. Was haben wir denn so hier für schöne Bären? Zweimal Granabären. Erstmal ernten. Zwei weitere Granabären. Und zwei weitere Granabären. Ich hatte in irgendeinem Part gesagt gehabt, dass ich mich ab jetzt um diese Sachen, also um das Anpflanzen bezogen, mich ab jetzt im Privaten kümmern werde. Das haben wir jetzt einige Mal gemacht. Und wenn wir das jetzt jedes Mal machen, so vergehen locker 2 Minuten. Mindestens. Und das ist unnötig auf die Dauer. Okay, hier kann man eine Geheimbasis erstellen. Wollen wir aber nicht. Wir möchten endlich Baumhausen City erreichen. Okay, mein Itemradar reagiert nicht. Nice, Leute. Da sind wir. Erstmal besuchen wir das Pokémon Center und kümmern uns um unsere Pokebuddies. Oh yeah, na endlich. Mit einer weiteren Hürde konnten wir abschließen. Die Route 119, die ist sowas von gefährlich. Naja, gefährlich in dem Sinne, sie ist halt lang, ne? Na Kindchen, arbeitest du an einem Pokédex? Ich an deiner Stelle würde mal die Safari-Zone auf Route 121 besuchen. Keine schlechte Idee. Apropos Safari-Zone. Wo er das gerade erwähnt hat. Ich muss gerade original an die Leute denken, die in der dritten Gen in der Safari-Zone Shiny-Pokémon hunten. Ist das heftig, ey. Wusstest du, dass du mit einem QR-Code über den PC in deiner Geheimbasis unterschiedliche Sachen machen kannst? So kannst du beispielsweise einen QR-Code für deine Geheimbasis erstellen oder mit einem QR-Code die Geheimbasis von jemand anderem aufspüren. Interessant. Ah, du hast ein Pokémon-Navi. Dann kennst du dich natürlich damit aus, stimmt's? Ja, dachte ich's mir doch. Devons Pokémon-Navi ist der Hammer, oder? Ich sag dieses Mal nein, mal gucken, was er sagt. Echt jetzt? Dann hör mal her. Die Trainerfunktion im Kartennavi des Pokémon-Multinavis zeigt dir an, welche Trainer nochmal gegen dich kämpfen wollen. Ach komm schon, ich dachte, ich bekomme jetzt irgendetwas Krasses. Aber nein, ich habe mich geirrt. Die Stadt besteht aus Häusern, die auf Bäumen gebaut sind. Aufgrund dieser Lebensweise ist jeder hier gesund und munter. Auch ich fühle mich 30 Jahre jünger, seit ich hierher gekommen bin. Das bedeutet, wenn du jetzt 60 bist, bist du in Baumhausen City 30. Wobei, nee, nicht 60, ich denke schon so irgendwo bei 80. Aber nice. Hauptsache fett und gesund. Oh, Supermarkt. Okay, da schnuppern wir einmal rein. Hallöchen. Ich horte immer mehr Items, als ich eigentlich brauche. Man weiß ja nie, was noch kommt. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Oh. Superschutz hält lange an und ist auch äußerst nützlich. Er ist viel besser als normaler Schutz. Das weiß ich doch. Durch ein Sonderbonbon steigen Pokémon sofort einen Level auf. Ach was, hier ist nur ein Verkäufer. Okay, eigentlich wollte ich noch sehr gerne den anderen Verkäufer ansprechen, damit wir kurz abchecken können, was für Items wir kaufen können. Aber okay, um das Einkaufen werde ich mich dann im Privaten kümmern. Ich wollte euch nur einmal angezeigt haben, welche Items man ab jetzt bekommen kann in Baumhausen City. Manche Pokémon entwickeln sich, wenn man sie mit Freunden tauscht. Ja, Machoke, Sumachomai.
Baumhausen City, die Stadt in den Baumkronen, verbrüdert mit der Natur. Alpollo zu Gänger, Kadabra zu Simsala und so weiter. Okay, dann besuchen wir mal die erste Hütte. Hallo Menschen. Oh, ein Plus. Plus? Ja, positiv sein ist immer gut. Hi, ich suche nach einem ganz bestimmten Pokémon. Nach einem Pandy, um genau zu sein. Hast du vielleicht eins dabei und würdest es gegen mein Ineko tauschen? Ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, nicht, ob ich schon Pandy gefangen habe, aber ich habe schon ein Ineko. Okay, komm einfach zurück, wenn du es dir anders überlegst. Du weißt ja, wo du mich findest. Alles klar. Wenn man mit jemandem Pokémon tauscht, tauscht man gleichzeitig ein Stück seiner Erinnerungen mit. Wie wäre es, wenn du das Wort tauscht durch das Wort teilt ersetzt? Du teilst deine Erinnerungen mit anderen. Oh, da unten ist etwas. Huch, wieso steht die denn hier so? Sowohl Menschen als auch Pokémon verfügen über verstärkte Kraftreserven, die durch das Leben in der Natur freigesetzt werden. Dann lass mich mal sehen, ob deine Kraftreserven freigesetzt wurden. Also, in welcher Hand halte ich eine Münze? In der linken oder der rechten? Lass deine Intuition entscheiden. Ich entscheide mich für die rechte Hand. Oder stimmt, versuchen wir es noch einmal. In welcher Hand halte ich eine Münze? In der linken oder der rechten? Lass deine Intuition entscheiden. Ich entscheide mich nochmal für die rechte Hand. Oh, schon wieder richtig. Probieren wir es nochmal. Ernsthaft jetzt? Ich werde mich immer für die rechte Hand entscheiden. Ach so, schade, du hast falsch geraten. Wie jetzt? Wartet mal. Ich sag beim dritten Mal linke Hand. Oh, hervorragend. Deine Kraftreserven wurden freigesetzt. Hier, das ist für dich. Setze damit auch die Kraftreserven deines Pokémon-Teams frei. Ach was, ist ja cool. Okay, gut, dass wir weiterhin mit dir gesprochen haben. Sonst hätte ich diese TM übersehen. Der Typ der Attacke Kraftreserve ist immer abhängig vom Pokémon, das sie einsetzt. Und bist du vielleicht diejenige, die sagt, welches Pokémon welchen Typ erhält, wenn dieses Pokémon Kraftreserve einsetzt? Meine besondere Gabe erlaubt es mir, dir zu sagen, welchen Typs die Kraftreserve eines Pokémon deiner Wahl sein wird. Habe ich dein Interesse geweckt? Aber sowas von. Ja, nice, das passt doch. Okay, was würde passieren, wenn Schneggedy Schneckmack Kraftreserve erlernt? Vom Typ Wasser. Ach was, okay. Die Basisstärke sollte 60 sein, wenn ich mich zurecht erinnere. Und der Spezialangriffswert von Schneckmack ist besser als der physische Angriff. Daher bringe ich dem Schneckmark Kraftreserve bei. Aber jetzt ist die Frage, welche Attacke es verlernen sollte. Plunkenflug ist gut. Einäschern ist auch nicht schlecht. Klär Smog Anwender greift das Ziel mit speziell gefertigtem Smog an, setzt dessen Statusveränderungen zurück. Antikkraft Angriff mit antiker Kraft, der alle Statuswerte erhöhen kann. Ja, ich verzichte auf Klär Smog. Kraftreserve nehmen wir fürs Erste mit. Okay, das war's dann. Ich kann euch nochmal kurz zeigen, wie der Spezialangriffswert von Schneckmark aussieht im Vergleich zum Angriffswert. Der Spezialangriffswert hat 53 Punkte und der Angriffswert hat 36 Punkte. 17 Punkte. 17 Punkte, ey. Das ist der Unterschied. Und das ist nicht wenig, würde ich behaupten. Daher bringen wir dem Schneckmark lieber spezielle Attacken bei. So, Itemradar aufsetzen. Sind hier Items vielleicht? Nee. Okay, weiter geht's mit der nächsten Hütte. Da unten ist etwas. Ach was, eine TM. Ist ja geil. Super. Da ich gerade deinen Pokédex sehe, fällt mir ein. Ich habe einen Trainer namens Troy getroffen, als ich nach seltenen Steinen gesucht habe. Oh Junge, der hatte vielleicht interessante Pokémon bei sich. Die waren nicht nur selten, sondern auch ausgesprochen gut trainiert. Er ist bestimmt stärker als die hiesige Arenaleiterin. Oha. Auf einmal kämpfe ich gleich gegen ihn. Was ist das da? Was hast du da? Oh, das ist also ein Pokédex? Der ist aber wirklich klasse. Ja, danke. Freut mich, dass dir mein Pokédex gefällt. Willst du einmal reingucken? Da stehen ja jede Menge Pokémon-Objekte. Okay, alles klar. Was ist das hier? Sieht aber schön aus. Okay, weiter geht's.
Schnüffel-LUR-Riechs angesenkt. Warst du auf einem Vulkan oder so? Nö, ich hatte bis jetzt keine Wutausbrüche. Wenn sie mit Pokémon zusammen sind, finden die Menschen schnell Freunde und so rücken die Menschen weltweit näher zusammen. Wunderbar, nicht wahr? Ja, ich habe kein Problem damit. Fertig, los Vogel-Pokémon. Hä? Was hast du gemacht? Ich habe meinen Wingull auf einen kleinen Bodengang geschickt. Ach so, okay. Ich dachte schon. Hoffentlich kehrt es Heilung, gesund und munter zurück. Okay, was haben wir denn hier unten? Oh, da ist Troy. Nee, aber mit Troy will ich noch nicht reden. Ich bin ja hier noch gar nicht fertig. Ich meine, vor dem Pokémon Center gab es ja noch eine weitere Treppe. Leiter meine ich. Etwas Unsichtbares blockiert den Weg. Wie jetzt? Okay. Ich komme hier nicht durch. Das ist ziemlich sad. Geht's da hinten weiter? Okay. Baumhausen City ist richtig schön. Besonders in Omega Rubin und Alpha Saphir. Einfach chillig und peaceig. So, hier waren wir noch nicht. Nice, oder? Kraftreserve und so. Oh, was geht? Frisselblitz. Na, wo schauen sie denn hin? Oh ja, das sieht echt schön aus. Die Baumhäuser von Baumhausen City sind fantastisch. Ich finde, es ist der beste Ort, um mit seinem Pokémon zusammenzuleben. Oh Mann, ich würde schon sehr gerne jetzt da stehen und da rausschauen. Man sieht zwar nicht viel, aber das, was man sieht, ist schön. Ob man es nun will oder nicht, das ständige Rauf- und Runterklettern an den Leitern hält schlank. Hier, nimm für deine Problemzonen. Oh, Treppe. Ich glaube, ich richte mir eine Geheimbasis am Meer ein. In einem Baum wohne ich ja sowieso schon. Ich kenne mich damit aus, das wollte ich damit sagen. Pokémon und Menschen haben immer im Einklang mit der Natur gelebt. Es gibt überhaupt keinen Grund, die Natur nach unserem Willen zu formen. Man sollte die Natur auf jeden Fall respektieren und sie in Ruhe lassen. Auf Bäumen zu leben ist klasse, aber manchmal kommen Käfer-Pokémon durch die Fenster herein. Das kann einen ganz schön erschrecken. Ja, es kommt darauf an, wie die Käfer-Pokémon drauf sind, ne? Das Original Troy. Yeah, was geht, Mann? Howdy, Kanscha. War mir klar, dass ich dich hier treffen werde. Treffen würde, meinte ich. What? Du weißt nicht, wo du hier bist. Na, in der Geheimbasengilde natürlich. Oh no, sag bloß, du hast noch nie davon gehört. Okay, dann weide ich dich eben ein. Die Geheimbasengilde ist eine Organisation, die allen dabei hilft, ihren Geheimbasenalltag abenteuerlich zu gestalten. Fantastic, oder? Hier gibt's Tipps, wie du den maximalen Fun aus deiner Geheimbasis herausholen und many exclusive Artikel erhalten kannst. And zu guter Letzt kannst du hier mich treffen. Rund um die Uhr, Johnson ist der Name. Wenn dich das nicht überzeugt, Partner, kann ich dir auch nicht helfen. Oh, mir fällt gerade auf, dass du noch kein Team gegründet hast, Kanscha. Mit einem Team ist eine Gruppe von Friends gemeint, die sich in einer Geheimbasis trifft. Man könnte sie auch als Clique bezeichnen, aber ich mag das Wort Team lieber. Und dir gefällt das Wort Crew bestimmt? Das klingt einfach mehr nach Abenteuer. Um ein Team zu gründen, musst du dich mit Bewohnern anderer Geheimbasen anfreunden. Manchmal braucht jeder etwas Zeit für sich. Aber manche Sachen machen mit Freunden einfach mehr Fun. Also gib dir einen Ruck und probier's aus. Gründe ein Team. By the way, sammelst du auch fleißig Fahnen? Die Geheimbasengilde teilt Teams nach der Anzahl der von ihnen erbeuteten Fahnen in Ränge ein. You know that? Je mehr Geheimbasen du findest und je mehr Fahnen du sammelst, desto höher ist your Rank. Warum die Geheimbasengilde sowas merkt? Nur weil das ganz viel Entertainment in den Geheimbasenalltag bringt. Mit einem klaren Ziel vor Augen kommt more Motivation auf und Fahnen zu beuten ins Abenteuer pur. Wenn du im Rank aufsteigst, passiert außerdem etwas, vor das sich der ganze Aufwand richtig lohnt. Also los, Partner, schnapp dir alle Fahnen, die du kriegen kannst, und komm mir dann wieder besuchen. Hier, Partner, ein kleines, but feines Präsent dafür, dass du extra hierher kommen bist. Boah, der redet voll viel, ich kann nicht mehr. Regeltafel. Mit der Regeltafel kannst du die Regeln für Pokémon-Kämpfe in deiner Geheimbasis bestimmen. Es gibt Mini-Deko-Objekte, die wie die Regeltafel eine Special Function haben.
Neue Deko-Objekte solltest du am besten einfach mal ausprobieren. Gut. Erfolg. Mini Erfolg jedenfalls. Und einen schönen Geheimbasenalltag wünsche ich you. Oh Mann, der redet aber ganz schön viel. Aber die Kanscha, was möchtest du tun? Fahren ansehen, kämpfen, nichts? Ich komme dich ein anderes Mal besuchen. Ich verkaufe Tische und Hocker. Ein Muss für jeden, der eine Geheimbasis betreibt. Kleiner Hocker, Pokéball-Hocker, schwerer Hocker, kleiner Tisch, Pokéball-Tisch und schwerer Tisch. Nice. Ziemlich teuer, aber lohnt sich. Ich verkaufe allerlei Sachen, die dir den Geheimbasenalltag schöner machen. Was denn? Zaun? Trainingsball? Hohes Gras? Arena-Statue? Stehaufmännchen? Bequemes Bett? Glitzermatte? Sprungmatte? Und Stoßfeld R? Wird man auf dieses mysteriöse Feld, wird man gedreht und transportiert. Einmal verwendbar. Hammer, ey. Ich kaufe mir einen schönen Tisch, der meine Geheimbasis schmücken wird. Und dann werde ich Tisch und Boden mit ganz vielen Azuri-Puppen zupflastern. Also dieser Shop gefällt mir hier auf jeden Fall. Die Leute sagen dir bestimmt oft, dass du wie ein Pokémaniac aussiehst, oder? Nö. Ach so. Als was möchtest du denn wahrgenommen werden? Als Pokémaniac. Ich sag mal ja, was sagt sie dann? Okay, voll lustig. Hast du schon Freunde in deine Geheimbasis eingeladen? Man kann bis zu 5 Freunde einladen. Also wenn du willst, kann ich dich schon mal einladen. Es gibt verschiedene Typen von Freunden, die über unterschiedliche Talente verfügen. Als Ast-Trainer bin ich zum Beispiel besonders gut darin, mit Pokémon Übungen zu machen. Ah, Gymnastik und so, oder wie? Die Deko-Objekte, die du hier kaufst, werden sofort an den PC in deiner Geheimbasis gesendet. Das ist großartig. Ich wünschte, ich könnte mich auch so nach Hause senden lassen. Hast du schon mal von Abra und Teleport gehört? Gut, dann sind wir hier oben fertig. Was gibt es denn hier unten? Oh, mein Itemradar reagiert auf das Mädchen oder was ist hier los? Der Boden nimmt Regenwasser auf, die Bäume trinken es und wachsen. Unser Baumhausen City existiert, weil es genügend Wasser und Erde gibt. Oh. Troy, was geht? Dieses Pokémon hält sich offenbar auf Route 120 auf. Route 120? Hallo. Ich wollte zur Pokémon Arena, aber irgendetwas blockiert den Weg und das, nachdem ich auf Route 120 so fleißig trainiert habe. Ah, das habe ich auch erlebt. Bevor wir uns auf die Route 120 machen, oh nein. Will ich noch das Item finden. Komm schon. Ah, Mini-Bills, okay. Interesting. Interesting. Okay, Leute, dann können wir uns hier tatsächlich die Route 120 anschauen. So, was haben wir hier so Schönes? Ich hoffe, wir haben die Möglichkeit, hier ein Pokémon zu fangen. So, sehr schön, sehr, sehr schön. Gegen die Dame will ich noch nicht kämpfen. Ich möchte erstmal ein Pokémon fangen. Ne? Okay. Und da erscheint schon ein Pokémon. Welches Pokémon ist es? Oh, ein Absol. Ist ja geil. Ey, Absol ist verrückt. Absol erscheint bei einer 5%igen Wahrscheinlichkeit. Das ist aber cool. Man kann hier im hohen Gras Duflor, Geradax, Kecleon, Tropius und Absol fangen. Wie bereits erwähnt, Absol erscheint bei einer 5%igen Wahrscheinlichkeit und Kecleon auch. Man kann hier in der Gegend surfen. Wenn man surft, erscheinen die Pokémon Azumarill, Gewaia oder Maske Regen. Mit der ersten Angel, mit der normalen Angel kann man im ersten Abschnitt ein Tentacha fangen. Und im zweiten Abschnitt gibt es Goldini. Ansonsten kann man ganz normal hier und da Carpador mit der Angel erwischen. Wenn man im ersten Abschnitt mit einer Profi-Angel angelt, so kann man wieder Tentacha bekommen. Und im zweiten Abschnitt gibt es dann ebenfalls wieder Goldini mit der Profi-Angel. Ansonsten, wenn man einfach so angeln tut, gibt es Carpador und Schmerbe. Mit der Super-Angel gibt es wieder Schmerbe. Aber wenn ihr unbedingt Schmerbe haben wollt, dann würde ich euch die Super-Angel empfehlen, weil Schmerbe, wenn man die Profi-Angel benutzt, dann erscheint Schmerbe bei einer 5%igen Wahrscheinlichkeit. Wenn man die Super-Angel benutzt, erscheint es bei einer 100%igen Wahrscheinlichkeit. Dann gibt es auch Massenbegegnungen, entweder erscheinen Mirabla, Marill oder Kecleons. Kecleon erscheint wieder bei einer 5%igen Wahrscheinlichkeit. Das ist sowas von heftig.
Mann ey, also das ist doch mal schön hier, ne? Dass wir hier ein Absol treffen. Gut, jetzt ist die Frage, was ich tun sollte. Ich frag mich, ob es eine Feuerattacke aushalten würde. Das ist ein bisschen gefährlich. Ich glaube, ich setze einfach mal aus Spaß Kraftreserve ein, um es zu schwächen. Jetzt will ich mir mal den Damage anschauen, den Absol bei uns verursacht. Das ist viel zu viel. Ich muss Schneckmark rausnehmen. Ich muss Schneckmark definitiv rausnehmen. Ich glaube, Absol werde ich mit ins Team nehmen. Ja. Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich tun sollte. Ich glaube, gehe rüber zu Schwalboss und setze Hyperbälle ein. Weil jetzt mit Schneckmark zu kämpfen, ist gefährlich. Die nächste Attacke sollte Schneckmark definitiv down kriegen. Mit Schwalboss können wir vielleicht so einiges aushalten. Ich habe eben gerade überlegt, dass ich vielleicht besser zu Hariyama gehen sollte, aber ich habe halt Angst, dass ich aus Versehen mit Hariyama angreife. Das wäre böse. Ich glaube, Mogelhieb könnte sogar Absol vielleicht kehren. Okay, habe ich schon... Ah, ich habe gar keinen Torbo-Ball. Okay, was soll's. Ich dachte schon, ich habe den schon mal eingesetzt, aber ich kann mich jetzt gerade überhaupt nicht daran erinnern, den schon mal gehabt zu haben. Okay, eins... Zwei, bis jetzt sieht das gut aus. Drei, sehr schön. Ach was, super. Es hat sich fangen lassen. Ja, cool, darüber kann ich mich nur freuen, ne? Darüber kann ich mich tatsächlich nur freuen. Hammer, ey. Und es ist weiblich, oder? Ist ja crazy. Ah, jetzt habe ich vergessen, den Eintrag zu lesen. Aber ich habe es ganz kurz anzeigen lassen. Ist ja cool. Absol will ich schon gerne mitnehmen. Und ist es noch weiblich? Heftig. Bei einer 5%igen Wahrscheinlichkeit ein weibliches Absol. Auch nicht schlecht. Okay, gut. Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass Troy hier irgendwo auf der Route 120 ist. Diesen werden wir versuchen, im nächsten Part zu erwischen. Doch bevor es weitergeht mit der Route 120, gibt es erstmal einen Kampf. Und diesen Kampf nehmen wir am Anfang des nächsten Parts wahr. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Tschüssi, Leute!